Vierter Level in der dritten Story. Wir befinden uns immer noch unterhalb von Varios Haus in der Mine. Find the Exit, das ist doch mal eine Aufgabenstellung. Die bringt's präzise auf den Punkt. Habt ihr eigentlich schon mal den Pausebildschirm gesehen? Ich finde es sehr sehenswert. Jetzt habt ihr den auch mal gesehen. So. Da haben wir das Ziel, aber leider geht's doch nicht so schnell. Aber was schnell geht, ist das fett werden, wenn man die falschen Sachen frisst. Zum Beispiel der Kuchen. Mit 1 Milliarde Kalorien geht das schon mal. Hey, das ist hier schon mal. Das ist Find Exit, wenn schon die Aufgabenstellung so heißt irgendwie. Dann rechne ich mit einem Labyrinth vom Feinsten. Was ist hier oben? Ich habe keine Ahnung. Geh ich halt da rein, oder? Warum auch nicht? Ist wieder stockduster. Ich würde sagen, vergiss es, aber hat mich trotzdem. Okay, da muss ich hin als Flunder-Mario. Hab's schon gecheckt, hab's schon gecheckt. Ich bin der Checker vom Dienst. Also wenn wir gut sind, dann fangen wir mit der vierten Story an heute. Ah, das darf ja nicht passieren. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ja, ich musste ja einen Fledermaus ja entkommen. Tschüpp. Die nächste Story wird nämlich sein, dass wir Captain Syrups Schiff, also da waren wir ja drauf und so, das quasi untergehen lassen. Da ziehen wir den Stöpsel und dann ersaufen wir. Das war kein Spoiler, das war ein Heißmacher. Also wir ersaufen nicht, sondern das Schiff. Das, was dann noch passiert, das sehen wir dann. Oh! Okay. Cool. What? Futup. Futup. Meine Rede. Ja, ohne, wenn wir das Licht nicht angemacht hätten, würden wir uns da gar nicht zurechtfinden in dem... Du bleibst mal da oben. Du kannst meinetwegen da rumboxen, bis du schwarz wirst. Du bist ja schon. Nein! Brauche ich das? Will ich das? Ich gucke erstmal weiter. Ja, sonst komme ich nicht an diese Tür ran. Jetzt gucke ich erstmal, was hinter dem ist. Gut. Das wirst du bereuen. Ganz im Ernst. Ja, wehe, du wirst mir noch mehr Kuchen rein. Ja, dann ebenso. Ich muss den aber wiederholen. Meisterkoch! Geht das trotzdem? Warum soll das nicht gehen? Nein! Tu das nicht! Du wirst es bereuen und dein ganzer Stammbaum auch. So, da komme ich nur runter, wenn ich dick bin. Also, fang an! Geht das mit einem guten Sprung hier? Jo. Muss gar nicht so gut sein. Hab's geschafft. Also ich würde hier den Geheimraum verstecken. Das war nämlich eine gute Aufgabe. Hatte ich überhaupt noch einen anderen Weg zur Auswahl, sag mal? Eigentlich nicht, ne? Verdammt. Da könnte es auch der reguläre Weg sein. Ja, da machst du dich lieber auf dem Acker, ne? Warte mal, vielleicht will ich da runter. Erst gucken wir, was hier ist. Manchmal sind sie so schwer versteckt und manchmal liegen sie irgendwie auf dem Weg. Oder das ist doch der richtige Weg zum Ziel, ne? Es gibt keine anderen Wege, ich habe keine Ahnung. Let's go. Ey, so oft immer der da. Könnte man wieder was anderes machen? Der ist halt relativ schwer zu entdecken. Ich bin mir jetzt auch nicht 1000%ig sicher. Was ist das? Manchmal kann ich die Schätze gar nicht deuten. Ich hätte gerne ein Artwork zu jedem Schatz. Ja, auch mal ein Wort an wegen den Thumbnails zu Wario Land 2. Ich hatte es ja schon in Wario Land 1, dass das Ganze auf die Ingame-Sachen basiert. Einfach weil die Artworks, es gibt zwar ein paar Artworks, die seht ihr ja, in jedem Rahmen, in jedem Part. Das ist eine schöne Idee, oder? Ist da vielleicht... Ich weiß nicht, wo was ist und wo nicht. Ach, da ist eine Wand dazwischen. Verdammte Axt. Wir müssen irgendwo das Licht anmachen. Hä? Ich finde jetzt gar nichts mehr.
runter können wir auch nicht. Ich kann ja gar nicht mehr hochspringen. Nehmen wir den Weg doch so lang. Yeah! Ne, aber die Artworks sind nicht so wirklich so. Weiß nicht. Sind nicht so. Deswegen mache ich das, wie ich das mache. Das waren eben die beiden logischsten Sätze, die ich jemals gebracht habe. Wunderschön. Ne, mach dich doch mal weg da. Schön. Epic. Oh, soll's abhauen. Trau dich noch einmal hierher. Was, wenn ich mich zweimal traue? Gut. Licht an oder aus? Egal, ich habe den Hebel betätigt. Das wird schon cool sein. Warte. Lass mich überlegen. Ja, jetzt ist hier. Ah. Kann ich da rein? Eigentlich nicht so. Ich kann da höchstens raus. Jetzt gibt das Sinn. Soll ich mich opfern? Ah, komm. Ach so. Ha! Frag mich nur, wo er dann das nächste Stück trotzdem so schnell herkriegt. Wenn sein Versuch fehlschlägt. Mach doch. Hier, da. Jetzt müssen wir nur gut sein. Fast. Naja, man kann nicht alles haben. Doch, kann man. Doch, ich kann mich doch nochmal runterstürzen. What's the matter? Send me a letter. Das mache ich auch vollständigkeitshalber einfach mal. War jetzt kein Beinbruch. Eigentlich schon, war eine ganz schöne Höhe, aus der Wario da gefallen ist. Achso, hier sind wir. Ach, das war der Anfang. Ah, jetzt gibt's Sinn. Blöd, Mann. Komm schon! Hier bin ich. Bunga! Danke, bezahlen tust du später. Ja, das geht doch ins Geld bei dem Koch da, oder? Ach, was soll man dazu noch sagen? Bum, 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 bum. So, dann machen wir uns durch die Tür. Neue Abenteuer zu erleben. Du für ein Hübscher. Wie ich es geahnt habe, dass so etwas passieren muss. Mhm. Cool. Mhm. Okay. Warte. Aber den Bonus-Dings haben wir schon, oder? Ich würde mich hauen, wenn nicht. So geht das, pass auf. Natürlich haben wir den schon. Oder war das in dem Level davor? Wenn er mir noch mehr reinwirft, wird es natürlich nichts. Ich gucke mich hier einfach um und dann sind wir auf der sicheren Seite. Wie kann man nur so vergesslich sein? Merk mal halt nur die wirklich wichtigen Dinge. Nämlich, dass sich Turtok auf Level 36 von einem Shitok raus entwickelt. Aber hier ist ja ein Räumchen. Wir waren... Ach, hier waren wir doch schon mal! Warte. Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist der Anfang. Das ist doch der Anfang und das ist doch der Gipfel! Jetzt habe ich den Level auch wieder verstanden. Alles gut, alles gut. Natürlich haben wir den Schatz. Habe ich den Level wenigstens gerafft, Mann. Ja, unsere Münzen werden trotzdem nicht weniger als mehr, obwohl ich hier so viel ausgebe jedes Mal. Gezwungenermaßen. Es ist eine... Hä? Eins. Aber Denkfehler gehabt, hätte schon viel früher reagieren können. Panel! Du Penner! Du Penner, gib mir dein Panel!
Läuft, Freunde, wir kommen voran. Damit jetzt das Finale der dritten Story, Defeat the Cave Master. Also irgendwie gar nicht Captain Sirup oder was? Nervt. Oh, und ich fall hier runter ins Verderben. Die Zombies, das wird unvermeidlich sein hier. Hau wenigstens ab. Erst wieder Licht macht uns normal. Nichts anderes. Warten können wir, bis wir grün sind. Luigi! Nein. Und befallen damit durch Sachen... Das geht ja nicht anders. Bist du doch... Herr Gerbom, wurde der nicht erledigt beim ersten Mal? Oh, ein bisschen. Ihr habt's gesehen, oder? Ihr habt's gesehen. Wenn nicht, dann spult ihr zurück. Ihr habt's gesehen. Ich lasse dich trotzdem mal ein bisschen in Frieden. Oh nein! Ja, da. Mach den weg. Mach dich weg. Und mach mein Zombie-Dasein weg. Resident Wario. Wie ist Lava? Boah, ich bin irgendwie trotzdem weiter. Uha. Okay, gut. Damit sind wir wieder hier. Alles klar. Türchen. Nicht schon wieder sowas. Glück gehabt. Diese Erkundungslevel. Ja, genau die. Ah, die sind nämlich so eine Sache. Ja, das wird jetzt hoffentlich nicht so überhand nehmen. Nur ein bisschen. Kleines bisschen schon. Warum tut ihr mir das an? Ich hab doch nichts verbrochen. Nein, ich finde diese Level total kreativ. Nur ein bisschen... Man hat halt selbst keine Ansatzpunkte, wo was sein könnte. Es ist einfach versuchen. Versuchen oder verfluchen. Und es geht manchmal zu weit. Es geht eigentlich zu weit jetzt. Mal dazu dem hier. Trotzdem mal das einsacken. Bin ich halt. In mir steckt ein kleiner Wario. Vielleicht auch ein mittelgroßer. Vielleicht sogar ein ganz, ganz großer Wario. Ich wüsste nicht wie. Ah! Boah, Jungs und Mädels. Da ist auch noch eine Tür. Wenn es natürlich die Tür ist, dann freue ich mich. Hey, mach doch mal hier irgendwo. Das ist einfach nur so ein ewig langer Gang und überall kann was sein. Hier war ja eine Münze. Heftig. Heftig, kräftig, würzig, gut. Wenigstens, danke. Ja, genau das habe ich halt gemeint, was ich befürchte. Ja, so ziemlich genau das war's, ja. Und jetzt stürzt mich hier runter von hier oben, oder was? Nee, hä? Ich sehe noch eine ganz andere. Hä? Warte. Soll ich noch hochkommen? Das nimmt überhand. Das könnt ihr doch nicht machen! Doch, wir können. Und wie? Na komm schon. Was zum... Ich will da hin! Echt mal. Hier runter. Dann halt nicht. Ich glaube, da kann man sich noch stundenlang vergnügen. Ups. Bums. Bums. Ich glaube, wir müssen jetzt platt werden. Da bist du platt, was?
Ziege, den Höhlenwächter. Diese Aufgabenstellung irritiert mich leicht. Ich glaube, so ist es nicht gedacht. Komm schon. Cave Master. Bums. Ja, ich mach das ganz weg, weil... Besser. Puff. Probier's! Das funktioniert. Aber nicht weiter. Da bin ich hergekommen aus der Tür, ne? Das hat mich... Ja, in der Mitte ist nur viele Münzen. Dafür war das Ganze. Hier geht's weiter quasi. Ich befürchte das Schlimmste. Das hatten wir sogar in Captain Syrups Schloss. Ganz am Ende. Ach, hier waren wir auch schon mal. Oh, Gottes Willen, ey. Da zuckt mir die... Da zuckt das Auge. Wie bei Moloch. Nur wenn einem zu viel wird. Nein, nein, Quatsch. Dann machen wir bestimmt Stampfattacke. Oder so. Ich will das andere auch überprüfen. Wir wollen doch noch den Schatz finden. Wir sind noch mittendrin, statt nur dabei. Ach, da war ich schon. Da sind wir hergekommen wahrscheinlich. Gut, dann gehe ich jetzt da rein. Hat halt so ausgesehen. Bleibt mal locker. Bleibt locker! Unüberlegt, aber effektiv. Halbwegs. Da sind Türen. Boss-Tür! Nicht so prickelnd. Vielleicht bist du ja die Erlösung. Noch nicht. Warum sind hier Fettmach-Viecher? Ich nehme einen mit. Ich habe da einen Block gesehen. Ja, dann halt nicht. Epic. Nicht hier. Komm mal mit, mein Freund. Meister Koch. So, du darfst. Ich hätte gerne ein Stück Sahnetorte mit einer Erdbeere drauf. Danke, Junge. Boy. Oh, boy. Muss er jedes Mal? Kann so nicht sein. Da ist eine Tür auf jeden Fall auf der Seite. Das wird noch spannender. Wir kümmern uns erstmal um die relevanteren Dinge. Kann ich mich immer noch hier runterstürzen? Oh, zum Glück nicht. Das muss es einfach sein. Wenn das nicht die Bonustür ist, dann fresse ich eine Besenkammer. Samt Dreck und Staub. Let's go. Turbo abnehmen. Weight Watchers. Los. Yep. Aber schönes Versteck. Schönes Versteck. Super positioniert. Nicht auf dem Weg. Nicht unmöglich, sondern schön versteckt. Wollen wir doch mal sehen. Das böse Fokaface. Na gut. Ui, aber das müsste der gewesen sein. Knie. Klar. Habt ihr mehr als was anderes erwartet? So, Röhre. Alter, ich schwöre und gehe in die Röhre. Ja, dann lasst den Schmodder da oben halt, wenn ihr meint. Dann behaltet's doch. Ich bin doch nicht geldgeil. Sehe ich so aus, oder was? Ja, okay. Auf die Gurken, auf die Schurken? Ey, der sieht aus wie der aus Wario Land 1. Der Minotaurus. Der muss es sein.
Weiß nicht, was machst du? Bums! Noch nicht erledigt, aber okay. Oh. Er lässt sich nicht verhohne bimbeln. Was los? Kein Stress. Ist mir klar, dass er jetzt... Okay. Versagt. Ist mir klar, dass er jetzt versagt. Wir machen weiter. Der Part ist zwar schon recht lang, aber trotzdem mache ich noch ein Level. Die nächste Story fange ich jetzt an. Ja, es ist ziemlich grenzwertig, die Länge gerade, ne? Aber... Ihr bekommt einfach mehr. Blum, blum, blum. Das könnte eine 3 sein. Das könnte eine 2 sein. Eine 6 oder 8 oder 0? Eine 8. Ich bin aus dem Pokergeschäft ausgetreten. Ja, die Bezahlung war einfach zu schlecht. Beim Pokern. Oh mein Gott, was ein Argument. Ey, das sieht schon gut aus. Nur noch 15. Das geht schon. So, okay, dann... Warte, hier, ne? Klar, logisch. Das muss sein. Drop the Anchor! Wir sind angekommen auf dem... Schiff. Ist nur die Frage, ob ich jetzt die Stelle wieder finde. Boah, wo ist denn der Secret Exit? Ich weiß in etwa, wie der ging, aber wo war das? Das war nicht hier. Erstmal den richtigen Weg wiederfinden in dem Level hier. Den habe ich doch vor ein paar Wochen schon mal gespielt. Wenigen Wochen. Ist lang gerade so. Ja, dann mach. Oh Mann, ich will eine Ernährungstabelle von dem Typen. Gut. Ja, dann muss man diesen einen Ofen verschieben. Ganz schön heißen Ofen hast du da, Wario, was? Das weiß ich auch, aber... Boah, oder bin ich hier falsch? Das ist der Level, das ist der Level. Verdammt. War das die Stelle? Möglich, ich gehe jetzt mal da oben hin. Nur um zu gucken, ob das... nicht der Ort ist, wo ich hin will. Wie gesagt, das ist ein Level, den wir schon gesehen haben. Ich will jetzt halt nur den Secret Exit finden. Nur für die Leute, die jetzt nicht ganz mitgekommen sind. Bums, bums. Boah. Ist auch schwierig. Keine Peilung mehr. Wo das ist. Sehr gut. Ein Ofen. Nein, Königreich... Macht nichts. Damit weiß ich jetzt schon mal, wo das Level zu Ende ist. Ich habe irgendeine Tür falsch genommen. Pass auf. So wird ein Schuh draus. Hier ist nämlich etwas versteckt. Ich suche jetzt schon eine ganze Weile mal wieder. So. Da! Oh mein Gott, das muss hier irgendwo sein. Ja, so auf Anhieb klappt's halt nicht immer. Da muss ich hin. Da muss ich hin! Oh mein Gott! Ich muss aber das zerstören. Komme ich denn überhaupt noch? Was für ein heißer Ofen du bist. Ja, das ist der Witz. Ich muss den Ofen erst hier hin tun. Damit ich ihn dann nach links schieben kann. So. Da-dam. Und runterstürzen. Hier ist alles voll Münzen, aber die sind nicht die allerhöchste Priorität. Ich sammle sie trotzdem ein. Was? Zum Glück ist das gute Stück nicht kaputt gegangen. Unbezahlbarer Schrott ist das. Ja. Die Münzen, die zwei da drin, die... Ah, okay. Ich verstehe schon. Ja, so komme ich da dran. Kannst du mal sehen.
Also, statt den Anker zu lichten... Nee, es ist noch gar nicht so weit. Haha, ziehen wir den Stöpsel! Wie bei Varios zu Hause wegen dem Wasserschaden. Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Dass es hier in Captain Syrups Schiff, dem SST Cup, doch nicht so gut rüberkommt. Habe ich doch alles schon. Habe ich schon. Mäuschen. Jetzt geht das Ganze hier weiter. Die Sonne scheint. Alle Mann, Segel setzen. Atlantis. Im U-Boot, ja klar. Ach, jetzt hat sie wieder unsere Schätze dabei, ne? Ja klar, wir sind noch in der Storyline. Wir haben ja erst ganz am Ende unsere Schätze zurückerlangt. Runes at the bottom of the sea. Besser formuliert als Atlantis. Die Strömung ist hier gar nicht so stark, nur da, wo ihr es gerade seht. Immerhin. Gehen wir halt mal den vorgeschlagenen Weg. Betonung liegt auf Schlagen. Hey! Was ist das? Leg dich nicht mit mir an, ja? Komm, ich schieb dich ein bisschen an. Sonst nichts kannst. Erstmal alles einkassieren, ich weiß gar nicht, wie das hier strukturiert ist, dieses Level, Atlantis. Ob, naja, Ruinen. Aber dabei sieht es hier schon wieder aus wie im Schiff. Versunkenes Schiff. Eine schöne Special-Welt. Was denn diesmal? Ob es gut ist, hier erstmal reinzugehen? Ups. Ich wollte nach oben schwimmen, das ist alles. Kabum? Nix Kabum. Professor Kabum hat Urlaub. Geil. Ach, nicht so. Aber da will ich Schlangen. Das sieht so spannend aus da hinten. Dass ich da unbedingt gucken will, was hier Feines gibt. Es sind mir echt so viele Türen und Wege, ich verstehe nichts mehr. Bitte Gnade. Überhaupt keine Übersicht. Ich sammle einfach irgendwelche Münzen ein. Und fühle mich genervt von den ganzen Fischgesichtern. Jetzt ist noch eine Tür, aber das... Ich hätte fast gesagt, da waren wir schon mal, aber... Kannst du knicken. Verdammt! Als hätte hier schon mal einer angefangen. War hier schon Wario? Warte, wenn ich hier jetzt reingehe. Ich will jetzt da oben den Gegner erstmal wegfrönen. Frönen. Oder doch eher föhnen. Versöhnen. Verpönen. Angewöhnen. Verblöden. Yay! Das ist doch was. Atme ich immer auf, das freut mich zutiefst. Dann leg mal ein bisschen Bargeld auf den Tisch und dann machen wir das, du Fisch. Okay, du Ente. Ente gut, alles gut. Und zwar hier rechts. Ja. Wunderbar. Power Ranger. WM-Pokal. Fragen über Fragen. Das ist gut, dass wir das gefunden haben. Die Frage ist eher, wo geht's weiter? Wo wollen wir überhaupt hin? Ah, ich will noch. Hier waren wir definitiv noch nicht. Die Blasen spielen uns immer nach oben. So in etwa. Haben wir aber schon gesehen im ersten Part, glaube ich. Ich glaube sogar, das war schon der erste Part. Oh! Macht nichts. Macht doch nichts.
geht auf den Keks. Was denn für ein Keks? Rittersport. Nein. Passt. What next? Oh, oh! Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dann ist der Level aber ganz gut gelungen. Ha! Seht ihr, wir konnten den noch reinquetschen heute. Was mich freut. Das freut mich wirklich. Ich habe Skip gemacht. Ist doch nicht dein Ernst! Also sonst musstest du die Dinger auch immer umdrehen mit A. Und jetzt drehst du sie um mit B. Und jetzt habe ich halt direkt B gedrückt und das geskippt. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Offscreen nochmal zu machen und das Panel zu holen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und Daumen hoch und bis später, Attentäter.